Auch so ein Punkt, wir wollen ja wirkliche Vorbeugung. Ja? Wenn die Schulmedizin sagt, Prävention, Prophylaxe, Vorsorge, Vorbeugung, ist immer gelogen. Die machen gute, zum Teil gute Früherkennung. Aber Früherkennung ist natürlich besser als Späterkennung, aber überhaupt nichts mit Vorbeugung zu tun. Vorbeugung wäre im Sinne von Krankheit als Symbol, ich beug mich, bevor das Schicksal mich beugt. So, dafür ist Tamangar der ideale Platz. Das hat auch mediterranes Klima schon. Also das ist mir sehr angenehm, viel, viel mehr Sonne als der übrige deutschsprachige Raum. Und eigentlich das, wie wir es immer erträumt haben, zwei kleine Waldstücke, die zu uns gehören, wo wir machen können, was wir wollen. Da kannst du Wald baden. Und, aber wir geben auch MP3-Spieler aus, dass du in der Hängematte eben deine geführte Meditation machen kannst. Das ist ideal für verbundene Atemsitzungen. Und viele Dinge sind hier sehr viel leichter, als sie in Hotels waren. Also ich gebe alle Kurse mit Praxisanteil eigentlich hier bis auf die verbundene Atemkurse, da braucht es einen noch größeren Raum. Also das ist ja auch noch ein Traum. Jetzt hatte ich gerade mit über 140 Leuten das gemacht und das wäre mein Traum, das mal mit 500 oder gar 1000 Leuten zu machen, einfach weil schon bei über 100 Leuten so verblüffende Dinge entstehen und geschehen, also Heilungen, aber auch noch eigenartigere Dinge, wo Menschen einfach merken, wie weit und groß und offen sie eigentlich sind. Tamangar steht für, das heißt, also... Es kommt aus Bali, in der dortigen Sprache Vasa, da ist, heißt der Garten Taman. Und Ga steht für Gamlitz, das ist unsere Gemeinde hier, und aber auch für Ganesha, das ist dieser Elefantengott aus dem Hinduismus, Bali ist ja hinduistisch. Der ist nicht nur Elefantengott, sondern auch der Obstacle Remover, also der, der die Hindernisse aus dem Weg räumt. Und das hat auch gut gepasst, finde ich. Und letzte Frage dazu, seid ihr in der Gemeinde, in dem Umfeld auch gern gesehen oder manchmal gibt es ja Vorbehalte gegenüber meditierenden Yoga-Lehrern etc.? Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Bürgermeister Ratschko. Den kannte ich schon, bevor ich hierher gekommen bin, von einer Veranstaltung, wo der mal dabei war. Und der hat sehr viel Vorliebe auch für uns hier. Wir machen da mit, wenn die schönstes Blumendorf Europa werden wollen. Wir haben eben auch viel hier am Blühen und so weiter. Klar ist da ein bisschen Fremdeln auch dabei. Vor allem unsere Vorgänger waren ziemliche Fanatiker, ehrlich gesagt. Ja, die haben einen ganzen Weinberg in einer Nacht die Weinreben ausgerissen, damit sie nicht spritzen müssen und so. Wir sind ja auch ein zertifizierter Biobetrieb und halten uns an diese Regeln, aber jetzt nicht, glaube ich, in so einer fanatischen Weise. Und insofern geht das ganz gut. Also wir haben das alles von einheimischen Baufirmen bauen lassen. Hier ist ja viel wieder aufgebaut, repariert worden, was schon verfallen war, neu gebaut worden. Und mit den Firmen geht es gut. Auch da gibt es mal eine Ausnahme. Aber im Prinzip, ich bin auch Christ, dazu stehe ich auch. Das ist wahrscheinlich auch ganz erleichternd, weil viele Buddhas hier rumstehen und eben Ganeshas. Das hat damit zu tun, dass wir lauter echte Figuren haben wollten und Bilder, nicht Poster. Und dann haben wir uns das in Bali schnitzen lassen oder aus dem Stein schlagen oder eben malen lassen. Und ich hätte am liebsten einen lebensgroßen Heiligen Franziskus hier stehen. Das kostet in Österreich oder Deutschland, sich so einen machen zu lassen, kostet ungefähr so viel wie all die anderen Figuren zusammen aus Bali. Ja, die schlagen die aus einem riesigen Flusskiesel, also ganz harten Stein, so einen großen Buddha, wie er da unten sitzt auf unserer Tai Chi-Wiese und uns zuschaut. Und das kostet dann $800. Ja, da, weil ich nicht verhandelt, hätte ich wahrscheinlich auch nur 500 bezahlen müssen, aber bei solchen Figuren, die die Einheit repräsentieren, da handle ich da nicht. Gerne, jedenfalls. Naja, und das sind einfach Symbole für Einheit. Ja, ob das Einheitsbewusstsein des Buddha ist, Buddha-Bewusstsein oder Christos-Bewusstsein, Christus-Bewusstsein oder mit Krishna symbolisiert wird oder einer ägyptischen Gottheit, das sind einfach Symbole der Einheit. Und wir sind diesbezüglich da ganz frei hier. Ja, jemand macht eine Meditation, die kommt aus der Sikh-Tradition, so Kirpa Singh, Santaka Singh, Zora, und andere gehen ihre eigenen Wege. Wichtig ist, dass jeder einen spirituellen Weg hat. Und die gemeinsame Basis ist gesundes Essen, gesunde Ernährung, gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohnt und sich entwickelt, wie Teresa von Avila das sagt. Es ist auch schön, dass hier die Gebäude auseinanderstehen, dass man nicht so aufeinander sitzt als
als Gast? Ja, sicher. Wir haben natürlich hier immer geschaut, es sind das ungestörte Plätze. Ja, da ist in jedem Fußboden, Eichenbrett ist noch so ein ja, Chip, sagen wir, ist aber nichts Technisches, so ein energiegeladenes Blättchen. Derselbe, der die Wellen, die Dionado-Wellen gemacht hat, Adolf Wiebeke, hat uns das ermöglicht, das Wasser behandelt, dass wir hier wirklich Energie von einem Kraftplatz haben und eben nicht auf einer Wasserader sitzen. Die ganzen Gritteis, wo die Klausen sind, sind neu gemacht, aus Lärchenholz gebaut, ohne Metall und Leim. Und die sind, die verputzt sind die Wände dann mit Lehmputz und so, dass du hier einfach wirklich nicht in diesem Wellensalat bist. Ja, du kriegst ein Kabel, dass du deinen Laptop anschließen kannst, aber es ist nicht, wenn du deinen Laptop aufmachst, hast du keinen Provider dort. Da sind wir ganz stolz, das ist wirklich raus aus diesem, ja, ich halte das auch für eine Umweltverschmutzung. Wenn ich so ein Buch wie Detox, Körper, Geist, Seele, Detox mache, da ist auch ein Kapitel drin, dass wir uns detoxen müssen sozusagen in Bezug auf diesen ganzen Wellensalat. Und da meine ich noch gar nicht 5G, damit habe ich ja noch gar keine Erfahrung. Was wir hatten, ist ja schon schlimm genug. Also ich bin froh über diese ganze Sharing Economy und was in der Lebenswandelschule gelingt und ich begleite gern tausende Fasten- oder Idealgewicht-Challenge-Leute, aber ich rate ihnen immer, den Laptop an die Leine zu hängen, ja, dass es am Kabel ist und dass sie nicht mit Wi-Fi unterwegs sind oder so oder Handy telefonieren. Für drei Freunde, nur Autorenfreunde verloren an Gehirntumoren, das müssen wir nicht haben. Und ich liebe ja auch Wissenschaft, also es gibt zwei Studien aus England, die Zahl der Glioblastome, der schrecklichsten Gehirntumore, hat sich in den letzten gut 20 Jahren mehr als verdoppelt. In der einen Studie sagen die Forscher direkt, es liegt am Handy und so weiter, Wi-Fi. Die anderen sagen es nicht, aber ich meine, woher soll es denn kommen? Das ist bei vielen dieser Dinge so. Also, wir können heute vieles wissenschaftlich belegen, bin ich ja auch ganz froh. Manches noch nicht, aber wir können dann trotzdem einfach ausprobieren. Ich kann ja mit meiner Lebenserfahrung sagen, ich brauche keine wissenschaftliche Studie, die mir belegt, dass der Schirin giftig ist. Da ist der Sokrates schon dran gestorben, das brauche ich nicht mehr ausprobieren. Das gilt auch für Knollenblätterpilz. Und meine Erfahrung zeigt auch, dass dieser Wellensalat total schädlich ist. Und ich würde jedem raten, sich davon freizuhalten, das tue ich auch. Ich habe meinen Laptop am Kabel. Und wenn ich keins habe auf Touren, dann holt er sich die Mails runter morgens, wenn ich dusche. Und abends, wenn ich fertig bin und wieder dusche, schickt er die weg. Ansonsten offline. Und ich google auch nicht, brauche ich nicht. Ja, ich bin schon geografisch komplett verblödet durch GPS. Und wie dann das Googlen losging, habe ich mich ganz klar entschieden. Ich will ja nicht allround verblöden. Ich google einfach nicht. Ich muss mir das noch merken. Das ist ein tolles Training fürs Hirn. Gratis kann ich jedem empfehlen. Beste Hirntraining, einfach nicht googeln. Und sich die Dinge wieder merken. Und vor allem sie auch kombinieren können. Das kann Google ja sowieso nicht.